Freitagabend. Und Auftakt, meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrte Gäste, ein Auftakt mit Schwalben. Und das zeigt uns, wir bewegen uns nicht zum normalen Termin im September, sondern wir haben den Termin vorgelegt. Damit Sie warm sitzen, nicht damit Sie von Schwalben bekleckert werden, sondern damit Sie hier einen wirklich schönen Abend verbringen können. Und Gattin, auch euch beiden ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei der Hengstparade 2018. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Es ist eine ganz besondere Ehre. Herzlich willkommen, Landesbischof Ralf Meister. In Niedersachsen. Und er bekommt Freunde haben. Zusammenhängende Pferdezuchtgebiet weltweit. Nirgends gibt es so viele registrierte Stuten wie hier in Niedersachsen. Und wir haben für das Pferdeland Niedersachsen eine Pferdezuchtecke aufgebaut, die Landische Zelle, kopiert von den beiden größten Verbänden, die Hannoveraner und den Oldenburger Verband. Der hat die Pferdezuchtecke aus Hechtel, die Meier und Greifer aus Alpers haben besonders wertvolle Achterreihen. Temperament, dafür sind sie bekannt, dafür werben sie. In der Ausbildung zu unterstützen. Führungspferde 2017. Hier ist er. Superleistungsprüfung in der Neustadt Rossel. Ebenso wie der Zweitplatzierte. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Frau Stallmeister. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und diese schönen jungen Hengste, die ich präsentieren darf oder sie begleiten in ihrer Ausbildung. Was nicht selbstverständlich ist, dreijährig in der Größe. Und jetzt galoppiert. Und das macht er wirklich sehr schön. So. Ja, heute, erster Tag, ist immer noch ein bisschen Spannung geschlossen und steht auch wirklich so in so einem modernen Reitpferdetyp. Das wird mal so ein bisschen leichter in die Hand, dass er so ein bisschen den Hals fallen, sich fallen lässt. So wie du das jetzt machst, das ist wunderbar. Wirklich rund und nach vorne. Wunderbar. Gut machst du das, Pferd. Das ist wirklich prima. Der Punkt 6 auf dem Mittelzirkel, rechte Hand galoppiert, vorgestellt von der angehenden Pferdewirtschaftsmeisterin Janina Pietze. Donania war im letzten Jahr Hannoveraner Champion und daran ein hervorragender Bronzerang bei den Bundeschampionaten. Und der Anrex vorgestellt von Katja Thomsen. Hervorragende Runden mit Pferden beim internationalen Turnier gedreht. Und das tat auch im letzten Jahr Donania. Er wurde Hannoveraner Champion der Rechts, rechts. So, ist alles gut. So, prima. Ja, das dürfen die auch machen. Und da sehen wir schon einen Jahrgang vierjährig. Und mit absolut schon kompletten Körper, mit noch mehr Balance, weil schon die Versammlungsbereitschaft. Wirklich toller Körperarbeit und einer Konzentration. Das, was wollen wir mehr? Ich denke mal, das sind doch Dinge, die wir von diesen Dressurpferden, von den Vererbern auch erwarten, dass sie hohe Reitqualität besitzen. Und das ist jetzt so schön, dass auch dass wir absolut in sich ruhenden Pferden, das ist schon was Besonderes. Weiter, ich hier noch mal einmal an. Gut. Mit einer Balance, dieses Pferd kommt zurück, das Pferd, der Hinterfuß ist da drunter, ohne groß irgendwo was
künstlich zu erzeugen, sondern aus Leichtigkeit. Und da legen wir hier Wert auf. Es ist nur Gänsehaut pur, wenn man sowas sieht, dass ein so junges Pferd mit so viel Fliederkraft überhaupt nicht mehr leben kann. Das ist die moderne Reise, die wir heute haben. Den Pferden fällt das so gut. Sie sind super intelligent. Zeigen und mach es dann über. Das finde ich so wertvoll an dieser ganzen Geschichte. Hier wird nicht gebucht, hier wird nicht gezogen.
Es geht alles. Vielen Dank. Herzlichen Dank an
wurde. Unter den oberen Bänken konnte man Tische und Stühle unterbringen. Das Fahrzeug wird heute auch noch in England bei den großen Galopprennen benutzt, um ans Geläuf zu fahren und dort dann von Champagner einzunehmen und auch die jüdische Königin, die wir zuvor als Königin nach vorne wieder rein, nach vorne machen, so, sitzen.